Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir verbringen unsere letzten Minuten im Vorochel-Gebiet. Hier oben im eisigen Norden haben in den letzten Folgen die letzten Quests abgeschlossen. Unter anderem auch hier oben habe ich noch die zwei Quests hier abgeschlossen. Das waren einmal Angeln und einmal irgendwas mit Würmern töten. Und somit, auch aufgrund dessen, dass wir uns ein paar Rufgegenstände im Auktionshaus gekauft haben, sind wir jetzt hier bei den Lossod auf der höchsten Rufstufe angelangt. Das heißt, wir können uns endlich die Rezepte hier, unter anderem die schwere Rüstung, aber auch mittlere und leichtere, mal holen und uns mal anschauen. Außerdem, hier drüben ist auch nochmal ein Rufhändler, eine Rufhändlerin, hier ist doch jemand und die werden wir uns auch noch anschauen. Vielleicht finden wir was Interessantes, unter anderem ein Pferdchen, das wir uns noch holen müssen. Außerdem, man sieht es hier oben, verfügbare Aufgabe, Beutlins Geburtstag. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns die schon mal angeschaut haben. Reist nach Bruchtal und spricht mit Frodo Beutlin. Puh. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber das können wir gerne auch noch machen. Nehmen wir jetzt mal an, diese Quest. Ansonsten haben wir noch ein paar Kisten zu öffnen. Ich habe hier einen Geschwindigkeitsbonus bekommen, kostenlos über den aktuellen Leuchtfeuer-Newsletter. Da hat mich der Wall dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es die kostenlosen Gegenstände immer noch gibt. Die sind ganz unten, da müsst ihr im Newsletter runterscrollen. Natürlich zuerst abonnieren und dann runterscrollen. Und ganz unten steht dann der Coupon-Code, den man hier unter Coupon-Code, wer hätte es gedacht, einlösen kann. Dann bekommt man automatisch kostenlose Gegenstände. Gut. Das ist so aktuell der Plan. Außerdem sehe ich hier noch ist eine Meldung, wahrscheinlich irgendwie auch mit Geburtstag. Hier noch das Hobbit-Geschenk. Und dann müssen wir Buch 14, Kapitel, was ist das, 1, beginnen. Und wir schauen mal, wohin es uns verschlägt. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ich weiß jetzt aktuell nicht mehr, wie das hier weitergeht. Ich dachte eigentlich, in Vorochel wird die ganze Geschichte abgeschlossen. Man kommt dann nochmal kurz irgendwie runter in die einsamen Lande, in die Trollhöhen hier irgendwie. Und dort begegnet man irgendwie Amartiel. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, aber genau kann ich es euch nicht sagen. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr aktuell. Wobei, ihr werdet es sowieso schon wieder wissen, könnte ich mir vorstellen. Gut, also dann gehen wir einfach mal die Sachen jetzt chronologisch durch. Oh, Aktion abgelaufen. Barrel Splitter ist nicht verkauft worden, das ist natürlich schade, aber die Felle für 7 Gold, 600 Silber sind verkauft worden. Fantastisch. Hat sich schon mal gelohnt. Das heißt aber auch für mich, ich werde die Barrel Splitter dann einfach mal verkaufen. Braucht kein Mensch mehr. Was habe ich hier oben? Brocken uraltes Eisenerz ist noch übrig geblieben. Ich habe mein Inventar nicht aufgeräumt, so viel habt ihr ja schon gesehen. Und dann kaufen wir mal hier die ganzen Rezepte. Und bei euch hier drüben. Hättet ihr gerne das sind Schneiderrezepte, das sind keine Schmiederezepte mehr. Seht ihr etwas, das euch anspricht? Und das Leichte auch. Okay, nee, dann können wir uns nur die schwere Rüstung selbst herstellen. Und wir schauen uns die gleich mal an. Mammutstiefel, Mammutüberhose, ich bin gespannt. Von den Werten wird die uns, denke ich mal, nicht mehr wirklich was bringen. Oh, hier drin bin ich auch noch irgendwo aufgestiegen. Ich glaube, das war hier oben bei Meister. Nee, ich glaube, hier überragend auf die Meisterstufe hier. Mammuti, nicht Mammut. Mammuti-Handschuhe. Oh, schön blau, türkis. Ich wechsle mal eben mein Set hier oben, damit wir uns das schön anschauen können. Hallo. So, nochmal. Handschuhe, dann Helm. Okay. Oh, Knochenrüstung. Also, na, die Rüstung selber ist geil. Der Knochenhelm ist eher suboptimal. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, vielleicht geht das sogar, dass ich das mal kurz teste. Wenn wir uns nicht unsere Mütze dann anziehen, sondern den Dings hier, ne?
So zum Beispiel. Sieht gar nicht schlecht aus. Ist halt momentan. Also, ne, wir verlassen ja jetzt Vorochel. Deswegen ist es wahrscheinlich momentan ein bisschen zu dick aufgetragen. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich kaufe mir nochmal so einen Ausstattungszielwerk-Slot. Was müssen wir denn hier investieren, damit wir das alles basteln können? Oh, das sind alles Einmalrezepte. Aha. Und dafür brauchen wir dann auch diese Gegenstände hier alle. Also einmal, 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 einmal. Okay, ich werde es mal herstellen. Ich werde es wahrscheinlich ablegen dann bei mir im Kleiderschrank. Und vielleicht in den nächsten Slot dann ablegen. Okay. Braun Elbenstahl, uraltes Eisen, uralter Stahl. Aus uraltes Eisen können wir, denke ich mal, uralter Stahl herstellen. Jawohl, auch Elbenstahl. Passt. Das heißt, wir haben genügend Materialien, um alles herstellen zu können. Wobei wir den Helm eigentlich nicht bräuchten. Ich werde den Helm... Oh, wir können den signieren. Es ist... Oh, ich habe jetzt gar nicht nach den Werten geschaut. Was habe ich denn hergestellt jetzt? Ich habe hergestellt die Handschuhe. Toll, Fußes, warme Packenhandschuhe. Was? Der ausgewählte Name ist anstößig? Bitte was? Wie ist er jetzt benannt worden dann? Oh, einfach nur Mammutti-Handschuhe. Na gut. 1006 an Rüstung. Wenn wir alles anlegen, haben wir halt Frostabwehr, Schadensreduzierung, Schadenspunkte aufheben. Also, ne, Fokus liegt auf Schadensreduzierung. Aber die anderen Sachen, die wir aktuell tragen, die sind halt so, um so viel besser. Oh, wir können auch zeremoniellen Mammutti-Helm herstellen. Was ist denn da der Unterschied? Ist der anders? Nee. Der ist genau gleich. Ist halt ein Zierwerk. Wisst ihr was? Dann stellen wir die Zierwerksgegenstände her. Weil wir die sowieso jetzt hier nicht brauchen, die Sachen. Rüstung 2059. Nee. Bin mir nicht sicher, wieso das so ist. Ich habe einiges im Angebot. Dann stelle ich nur die Zierwerkgegenstände her. So, wir brauchen nochmal Fellfütterung. Von den Sachen ist es ja immer gleich, ne? Da ist es wurscht. Ich weiß nicht, wieso mein Name jetzt anstößig war. Da war irgendwas drinnen, was nicht gepasst hat. Toll, Fußes. Handschuhe. Ich mach's mal ganz einfach. Das hat jetzt funktioniert. Tollfußes Handschuhe. Na gut. Dann den Helm. Stopp. Nein. Oh Mann. So, Helm. Und dann haue ich einfach das Ganze hier bei mir in den Kleiderschrank und auf die Bank. Brauche ich wahrscheinlich wieder neue Plätze. Tollfußes Helm. Ich bin so unglaublich kreativ. Dann brauchen wir jetzt hier Elbenstahl. Ganz viel Elbenstahl. Machen mal so 8 Stück. Wie viel brauchen wir denn? 2, 2, 4, 6, 8. Perfekt. Austariert. Wunderbar. Während das hier läuft, ich schaue mal eben, ob ich mir hier einen Slot kaufen kann. Wahrscheinlich wieder schweineteuer, aber mittlerweile, wir haben ja wieder ein paar Punkte. 495, das ist okay. Und dann werde ich hier drinnen die Sachen ausrüsten. Den Helm, ich nehme den jetzt einfach auch mal hier mit rein. Den können wir ja notfalls wieder ausblenden lassen. Die Handschuhe. Und ich muss mir den Umhang holen.
weil der Umhang aktuell nicht hier drin ist. Nee. Dann silbernes Geschenk noch öffnen. Verjüngungstrank, wunderbar. Braucht kein Mensch. Das heißt, ich muss nochmal irgendwo auf die Bank. Da ist aber in der Nähe gleich mal eine Bank. Perfekt. Stopp. Ah, dass ich immer das übersehe, ne? Dass ich eigentlich den Zierwerksgegenstand herstellen soll. Ich kann die auch verkaufen, sehe ich gerade. Ich kann die auch verkaufen. Was war das, was ich hergestellt habe? Stiefel, Überhose, Schulterschützer. Das war jetzt Brustpanzer. Tollfußes Brustpanzer. Dann lege ich die auf die in den Kleiderschrank. Und dann versuche ich mal, die zu verkaufen über das Auktionshaus. Vielleicht hat jemand Bock, sich das zu holen. Ich bin so blöd, jetzt habe ich wieder falsch hergestellt. Es ist aber auch verzwickt. Ich habe einiges im Jedes Mal. Stiefel, Überhose. Das waren die Schulterstützer. Ich mache das jetzt mit euch, ne? Ich mache das jetzt mit euch durch. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Wir machen das jetzt gemeinsam. So, Schulterstützer. Herstellen. Oh, jetzt brauche ich aber nochmal Elbenstahl. Was für eine fantastische erste Folge wieder für heute. Tollfußes Schulterschützer. Es ist so grausam. So. Dann die Stiefel. Tollfußes Stiefel. Paar. Und nochmal zwei Elbenstahl. Und dann fehlt nur noch die Überhose. Ja, ich werde das mal ein bisschen anziehen jetzt. Diese Klamotten. Tollfußes Höschen. Ist nicht angemessen. Oh, schade. Tollfuß darf kein Höschen tragen. Es ist nicht angemessen für einen Wächter. Okay. Also Ausstattung reinsetzen. Die Handschuhe haben wir. Dann den Brustpanzer. Die Schulterstützer. Zack, Höschen. Jetzt fehlt uns unser Umhang noch, den wir uns von der Bank holen. Und im Schrank habe ich noch wie viel Platz? 81 von 90, das passt auch. Ich setze die alle mal hier rein. 83, 84, 85, 86, 87. Und das wird dann verkauft. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier überhaupt den komischen Dings noch finde. Schulter? War das Schulter? Nee. Rücken. Das ist er. Wir nehmen mal den dicken Fetten. So. Passt. Wunderbar, gibt es ja nur in schwarz, oder? Ja. Dann werde ich mal ein bisschen... Was ist denn hier los? Wo geht's denn hier hin? Ich dachte schon, ich hätte einen geheimen Bereich jetzt entdeckt. Es ist Sperrangel weit offen. Man kann leider nicht, aber man kann ein bisschen reinlutzen. Aber es ist nicht wirklich... Das ist das Separé. Das ist nur für Mitglieder bestimmt. Da darf nicht jeder rein. Obwohl es genau eine Tür wäre auf unserer Höhe, ne?
genau wie für uns gemacht. So, den Rest, den werde ich mal verkaufen. Seht ihr etwas, das euch anspricht? Das kommt alles weg. Das bleibt hier, die zeremoniellen Dinger. Okay. Dann sprechen wir mal mit dir hier. Belohnungshändlerin der Losung. Was haben wir denn hier? Also, die Reisefähigkeit können wir uns nicht kaufen. Wir können uns ein geschätztes Tundra-Ross kaufen. Das kaufen wir uns. Und werden das mal runterziehen und draußen dann ausprobieren. Fertigkeiten. Reittiere. Tundra-Ross. Geschätztes Tundra-Pony. Ist es bei uns? Dann, was gibt's noch? Es gibt noch mal einen Umhang. Leona-Umhang. Das ist der Alcoira-Umhang. Und das ist der Mammuti-Umhang. Der Mammuti... Ich denke, die schauen gleich aus, oder? Na, ein bisschen... Oh, der sieht auch schön aus. Das ist der, den wir aktuell haben. Ich muss noch meine... Moment. Eben wechseln. Das ist der, den wir aktuell haben. Den können wir uns noch kaufen. Der schwarze. Der sieht fast ein bisschen besser aus, oder? Mit den Knochen hier. Der würde zu unserer Knochenrüstung passen. Der ist so lala. Ist der denn von den Werten gut? Hm, nicht wirklich. Vor allem die Schadensreduzierung ist hier nur gegen Frost, ne? Macht keinen Sinn. Ja, komm. Das Braun finde ich aber auch ganz schön. Das passt auch ganz gut zu uns. Sieht aus wie so ein Leopard-Ding. Nee, das passt schon. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Rezept hier unten. Schwerer Terras Sydan-Schild. Ich kaufe das mal. Nochmal ein paar Umhänge. Die sind, denke ich mal, genau gleich auch. Ja, nur sind die jetzt schwer und das sind normale. Jetzt geht sie einfach weg. Hallo? Hallo, ich habe mit dir gehandelt. Dann verzieht sie sich einfach hier. Und dann haben wir nochmal zeremonielle Umhänge. Ja, okay. Ne, komm, zu bunt. Also einfach zu bunt. Gefällt mir nicht. Passt. Wir schauen uns mal den Schild an. Schwerer Terras Sydan-Schild. Ist das der? Terras Sydan. 2288 ist nichts mehr für uns, aber... Holy moly! Oh, der ist gut. Das ist unser jetziger Schild. Oh, der ist ja super riesengroß. Den müssen wir machen. Wir brauchen dafür Elbenstahl. Auch wenn er von der Farbe her nicht wirklich toll ist. Aber der ist riesig groß. Den nehme ich mit. Den werde ich auch dann nutzen. So, ich packe mal das Pferd hier hoch. Wow. Der ist richtig schön groß. So, und ein Rufhändler müsste hier noch irgendwo sein. Da vorne ist das die. Ah, das ist die Ausstatterin. Tollfuß S. Großschild. Zu viel S in zwei Wörtern. So, Zierwerk. Oh, wir müssen den erst an uns binden. Das Schild ist genauso groß wie mir. Okay. Na gut, ich schmeiß den mal weg, den wir brauchen den nicht mehr wirklich. Wir werden später irgendwann auch noch bessere Schilde finden. Möchtet ihr handeln? Frosthirschpfahl. Frosthirschpodest. Oh, apropos, wir haben ja auch noch so
hier Frost, hier Schädel, Säbelzahnkadaver, zu Tierpräparationsdinger drin. Gaurodan Totem für kleinen Hof, großen Hof, Lossod Rauchzelt. Oh, das wäre gut. Ich nehme mal das Lossod Rauchzelt mit. Mammut Stoßzahn, den kenne ich noch, der ist jetzt nicht so beeindruckend. Kleiner Hof, Frosthirsch Podest. Großer Hof, Frosthirsch Pfahl. Nee, wenn, dann haben wir uns das Rauchzelt hier irgendwo bei uns hin. Und jetzt sitzen uns da einfach mal ab und zu mal rein und meditieren im Rauchzelt. Okay. Dann werden wir aber vorher noch zum Tierpräparator gehen. Ah, guckt euch das an, wie geil das aussieht jetzt. Jetzt schauen wir uns noch kurz das Pferd an. Das Neue. Vielleicht passt das sogar noch zu uns. Ich glaube, das ist aber nur, ne, blank, ne? Ja, genau. Es ist rein blank, ist jetzt nicht so. Es ist ein bisschen wolliger, aber es hat so jetzt, naja, es ist jetzt nichts Besonderes. Deswegen, ich werde das wieder rausschmeißen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden nicht mit ihm reiten. Aber das Schild sieht schon echt cool aus jetzt hier. Das Riesenteil plus unsere tolle Rüstung. Ich bin noch geneigt, dass wir eventuell die Schuhe ausziehen, ne? Ihr kennt das ja. Eigentlich, oh, wir haben schon wieder 22 Minuten. Ich habe nicht wirklich viel heute gemacht, der ersten Folge. Eigentlich sollten wir barfuß rumlaufen. Und wir machen das auch. Wir laufen barfuß rum. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht so ganz, wie lange wir mit dieser fetten Bekleidung jetzt rumlaufen. Vor allem, wenn es jetzt Richtung Süden geht. Aber jetzt hier fürs Erste würde ich das gerne einfach mal zulassen. Okay, dann würde ich sagen, war es das heute für die Folge. Es ist nicht wirklich viel passiert. Aber ich weiß gar nicht, wo die 22 Minuten jetzt hingekommen sind, die ich jetzt hier hinter mich gebracht habe. Wir haben ja eigentlich nur Rüstung gemacht. Na gut, egal. Wir werden jetzt mal nach Bre gehen zum Tierpräparator als nächstes. Und vorher werde ich aber im Auktionshaus noch diese Sachen hier einstellen. Und ja, dann sehen wir uns beim Tierpräparator. Dann geht es Richtung Häuschen. Wir richten die Sachen ein. Dann werden wir noch ein paar Kästchen aufmachen. Ich habe noch 6 Schlüssel übrig. Und was da? Da können wir auch, ich kaufe mir noch so Schlüssel ein paar. Dann können wir nämlich alle aufmachen. Wer weiß, ob in den neuen Gebieten überhaupt wieder so Kästchen noch droppen. Kann durchaus sein, kann aber auch nicht sein. Und dann sind wir zu Hause. Und dann, entweder wir machen dann mal die Beutlins Geburtstagsquest. Wenn wir nach Bruchtal kommen. Wir müssen sowieso mit Filganit im Bruchtal sprechen. Nach Tinudir und nach Garth Fornir müssen wir. Für die Buchquest dann. Dann können wir das ein bisschen kombinieren. Okay, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.